Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind einem vorgestellt von Territory. Folge Nummer 3 ist das oder Vorschau Nummer 3. Und ja, wir müssen mal gucken. Ich habe noch was gemacht mit den Fonds, aber leider hat sich da auch nichts geändert. Wenn ich hier irgendwas anklicke, dann seht ihr, da wird jetzt nichts angezeigt. Leider auch hier ist leider nichts besser geworden. Jetzt müsste man nur gucken, wie man Protect zum Beispiel hinkriegt und Select All und Fight, aber das Fight geht nicht, also ich weiß nicht, wie ich da vorankomme. Wir arbeiten dran, gucken nach dem Intro mal, ob wir da irgendwie noch was hinkriegen, ne? Bis gleich. So, da sind wir drin im Spiel und jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir jetzt hier unser Dent anklicken, ne? Dann können wir hier Protect machen. Select All, passiert aber nichts. Das geht also schon mal nicht. Invade. Kann ich jetzt hier die Hühner invaden? Nein, da kann ich nichts machen. Ich brauche irgendwas mit Essen erstmal. Das ist unser Problem wohl, ne? Find Dent. Ja, jetzt müsste man wissen, hier Klee ist hier, das essen meine Häschen, das ist bestimmt klar. Find Dent ist daneben, ja. Aber wie komme ich an anderen Sachen dran? Das ist die Frage hier. Melone ist verfügbar, oder was? Ich habe jetzt gerade an Shapes.io gedacht. Actual amount of food available. Not. Kannst leider auch schlecht lesen, ne? Not eaten in territory. Average production of food in territory per day. Okay. Und dann stehen da die Zahlen neben, drunter, keine Ahnung. Leider sehe ich die nicht. 100% da. Hier steht auch irgendwas, was ich nicht lesen kann. Grass. Low grass steht da wahrscheinlich. Also hier sind wir jetzt auch noch nicht weiter. Wenn ich jetzt den Hühnerstall anklicke, da kann ich aber nichts machen. Wenn ich jetzt den mache und dann Invade, Protect, Select All, da passiert nichts. Select None, passiert auch nichts. Und Fight geht nicht. Irgendwie kriege ich es noch nicht hin. Jetzt können wir hier migraten. Low Grass 31, 6%. Berries 14, Insekten 100. Ja. Ich würde jetzt nicht dahin gehen wollen. Also hier unten sieht es noch am besten mit aus, wa? 39% vom Gras. Komm, zack. Rabbits. Migrate, migrate. Los, zack, die Hälfte geht darüber. Was ist mit Move? Move between dents. Move. Gehen die dahin? Ach so. Okay. Habe ich die jetzt dadurch Protect? Select All? Nee. Ging leider auch nicht so. Genome. Haben wir denn irgendwelche Punkte hier? Das ist die Frage, ne? Update Genome. Insert Gen. Da geht wohl auch nichts. Grass haben wir hier. Jetzt essen sie Insekten, oder? Keine Ahnung, was das ist. Immunität. Remove gehen und geht nicht. Geht auch nicht. Ich kann das jetzt nicht von da nach da machen. Jetzt wachsen sie schneller. Was haben wir hier? Fast oder? Oh, da können sie fliegen, ja. Fliegen können wir nicht. Side.
Die verstecken sich oder da sind sie sich sehend. Ja, das ist schon etwas schwierig, oder? Chance to kill a Hedgehog when defending. Sehe aber leider keine Zahlen, also. Das ist schlecht, ne? Hier können wir was besser machen, okay. Okay, wir können da noch mehr besser machen. Fortpflanzung steigern wir. Aha. Wir können ganz viel mehr machen jetzt hier wohl. Und jetzt können wir hier auch was auswählen. Jetzt können wir Kuh, eine Kuh werden oder was? Hornviecher. Sind wir jetzt Kühe geworden? Warte mal, dann machen wir das, die Insekten wieder weg, weil Kühe fressen Gras. Will ich dann lieber auch Gras fressen? Früchte würde auch noch gehen. Die Hühner essen Früchte. Gibt es hier was mit Nahrung? Hier vielleicht. Ja, man kann nur eins auswählen wohl, aber hier. Slow. Slim. Also das kann man wohl mal mit zig machen und dick werden. Die Kühe fressen sich dick und rund. Ne, das lassen wir mal so. Jetzt weiß ich nicht, was wir hier so weitermachen können. Ich würde jetzt das erstmal so lassen, ne? Und wenn wir jetzt, jetzt müsste man nur Protect. Select All geht nicht. Jetzt hätte ich gedacht, wir wären jetzt Hornviecher, aber sind wir gar nicht. Wir sind immer noch Häschen, ne? Oder mutieren wir da erst langsam hin? Hm, weiß ich nicht. Könnte natürlich auch sein, ne? No dent selected. Ja, ich brauche anderes Fressen, steht da. Das bringt mich nicht weiter jetzt. Mit Grade 1800, wir steigen gerade hier gerade wieder ein bisschen hoch. Leben hier ein bisschen. Wo hatten wir denn unser neues Dent? Hier unten. Genom. Ja, weiß nicht, was hier so ist. Erwachsene, Alte und Kinder. Prozentual of animals with latest Genom. Kann man denn hier irgendwas was erkennen? Ja, das sind nicht so happy wahrscheinlich. Das ist da, ja, das ist leider alles nicht zu erkennen, unglücklicherweise. Hier gibt es auf jeden Fall Pilze zum Essen. Häschen mögen aber keine Pilze. Aber Möhren würden sie mögen, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Fünf, naja, passt. Ja. Move. Von da nach da machen wir mal. Und dann, da können wir nichts auswählen. Machen wir Move. Jetzt gehen die alle nach da. Wenn wir hier sind, können wir, wenn die alle hier sind, können wir dann Protect machen? Nee. Protect. Fight geht nicht, Select All geht nicht. Da sind jetzt ganz viele eigentlich in diesem Dent drin, oder? Kann ich aber leider hier nicht sehen. List of animals and their count that are right now in the territory. You can find more information in tooltips. Ja, leider, leider kommen wir da nicht mit weiter.
Wir sind doof, ne? Ich müsste jetzt eigentlich zusehen, dass ich hier Kämpfer raushole. Zahnlose Kämpfer oder was? Tough Skin. Kann ich das andere jetzt auch so hoch machen? Nee, das geht dann nicht mehr. Jetzt haben wir unsere Punkte wohl verbraucht, oder? Aber hier ist ein Schwert, ne? Schade, dass man das nicht richtig lesen kann hier. Fight. Defense Number. Attack Number. Muss man irgendwo klicken für okay? Nee, ne? Das ist Verteidigung wohl. Und das ist schnell Upgrade gehen. Okay, da haben wir das jetzt geupgradet oder was? Das geht nicht. Also wenn ich das jetzt Remove Upgrade, dann kann ich hier was machen. Insert. Vielleicht ist es dann besser. Vielleicht mutieren wir ja mit der Zeit mal. Nicht so wirklich, ne? Dent of Rabbits is destroyed. Was? Wo? Hier oben ist kaputt geworden. Da hatten wir auch einen, glaube ich, ne? Können die denn hier auch mal jetzt was anderes angreifen? Sonst greift doch mal hier so ein Huhn an. Machst du das? Nee, machst du nicht. No dent selected. Da passiert nichts. You can't attack species when you have no command food. Can't be adjusted by genes. Also ich müsste hier rein. Ja, schwierig, ne? Altblüter, dick. Ich kann aber nur eins auswählen wohl. Warte mal, aber da sieht es doch so aus, dass man da kämpfen kann dann, ne? Oder? Wenn ich hier hingehe, kann ich da Insert gehen. Dann sehe ich diese beiden. Okay, dann müsste das ja jetzt gehen, oder was? Wo sind die Bats? Da. Tatsächlich, jetzt geht's. Fight. Kann ich auch irgendwo sehen, wo sie kämpfen? Ja, konnte ich, aber wir sind, glaube ich, gestorben und nicht die, oder? Sind unsere Leute schon tot wahrscheinlich, oder? Weiß nicht, was hier gerade passiert. Heuschreckenplage oder was ist das hier? And wait. Select all und fight. Wir greifen alle an. Jetzt übernehmen wir die. Da ist auch noch einer. Hier sind auch noch zwei. Ja, das funktioniert auch tatsächlich. Obwohl, da sind wir gerade, glaube ich, geschlagen worden, oder?
Ah, hier sind noch zwei. Alle sind hinter dem daher und den haben sie auch erwischt. Jetzt ist hier nur einer. Oh, die Hedgehogs sind gekommen. Hier, da ist noch einer. Kriegen wir den auch noch hin? Protect. Select all fight. Das sieht schon mal so aus, als ob wir hier die Igel jetzt angreifen können. Da ist noch einer. Ja. Da ist noch ein Igel. Da war einer, da ist noch einer. Aber der hat uns erwischt. Ah, die haben die auf jeden Fall zerstört. Wie viel leben denn jetzt hier noch? Das ist die Frage, ne? Die Tails sehen wir leider nicht. Protect. Select all. Und fight. Wir wollen die jetzt auch. Ah, das haben wir schon geschafft. Okay, es geht voran, oder? Kann das sein? Das ist weg. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder Dingens, wie heißt es, ein bisschen fit werden, ne, oder? Wie sind denn hier so unterwegs? Wenn wir jetzt hier Protect machen. Ne, geht da nicht, glaube. Und hier. Ah, die sind schon alle irgendwie anders geworden, ne? Häschen sind keine mehr da. Die Hühner können wir vielleicht mal gucken, aber die sind nicht in unserem Bereich, oder? Wenn ich hier wechsle, dann kann ich den Bereich meines Protektorats. Ah, da ist es drin. Jetzt können wir doch vielleicht das machen. And wait. Nee, das geht nicht. Aber Protect vielleicht. Select all. Nee, geht nicht. Warum geht das jetzt nicht mehr? Aber wir können auf jeden Fall migrieren hier. Ist ja schon wieder was kaputt gegangen, ne? Dann machen wir das mal hier hin, oder? Ja. Migrate. Aber wir sind immer noch Häschen, ne? Geburtenrate hier. 44 haben wir nur, wow. Aber wir steigen gerade wieder. Hier sind die letzten Einhörner hier, die sind auch hier am Rumlaufen. Protect geht jetzt nicht. Weil wahrscheinlich. Doch, da sind noch ein paar. Sind hier noch welche, die ich. Invade geht nicht. You can't attack because you have less than weniger als drei Kämpfer. Ah, hier wird's gehen. Können wir denn unser Gebiet so machen, dass wir irgendwen da auch drin haben? So rum geht's nicht. Warte, da oben ist jetzt der Dingens drin. So. Protect. Select all. Und fight. Jetzt bringen wir gerade die andere Population um. Hoffen, dass es klappt. Aber hier sind ganz viele Bats und sowas. Und auch Hedgehogs sind hier reichlich. Aber die sind noch jung hier, ne? Teilweise. Hedgehog 2 is protecting his territory. Also sowas. Dreihundertvierzig. 40 Häschen haben wir, aber sind einfach zu wenig, ne, oder? Gut. Ja. Wurde jetzt schon ein bisschen spannender, das Ganze, ne? Jetzt wissen wir ein bisschen, wie was geht. Da müssen wir nochmal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr doch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!